Wir haben gesagt, wir machen eben eine Mischung bei dem Thema und holen uns erst ein bisschen Input und gehen dann in die Diskussion. Ich stelle jetzt erstmal gerne die anderen Panelmitglieder vor. Oliver Biel haben Sie schon kennengelernt. Dann begrüße ich zu meiner Rechten Christoph Grachten, CEO und Präsident von Mediakraft Networks. Kennen wir wahrscheinlich alle, sind ja doch hier alle aus der Branche, als größten deutschen Online-TV-Kanal. Entstanden aus der Vernetzung verschiedener YouTube-Netzwerke, die wir auch unter anderem YTT und Co. Das heißt, ihr befasst euch schon lange mit dem Thema, was machen wir mit dem ganzen Online-Video-Content und wie nutzen wir den auch für Werbungstreibende. Freue ich mich also dazu. Dann Herr Dr. Malgara von MediaPlus, Deutschlands größte unabhängig geführte Mediaagentur. Er bringt auch verschiedenste große Kunden, kommen wir gleich dazu, so ein bisschen auch die Betrachtung vielleicht der Werbetreibenden mit dazu, denn es war bis zuletzt, haben sich die Veranstaltungsleiter darum bemüht, noch einen aus der Branche zu bekommen, aber die wollen immer nicht so gerne erzählen, was sie machen, wie viel Budget sie haben und welche Fragen sie haben. Deswegen müssen wir das adaptieren und ich probiere viel aus der Sicht der Werbungstreibenden zu stellen. Und wenn Sie da Fragen haben, gerne reingrätschen. Und dann noch als letzter heute Morgen verpflichtet worden, Damian Trepter von Specific Advertising. Er ist netterweise eingesprungen für einen Kollegen. Auch ihr bietet Möglichkeiten des Targeting für Werbungstreibende. Er entschuldigt sich jetzt schon, da er am Ende ein bisschen eher gehen muss, deswegen der Platz links außen. Ja genau, jetzt will ich gar nicht so lange sprechen, denn ich bin eigentlich nur da, um die Fragen zu stellen. Fangen wir doch mal an, was bietet ihr Werbungstreibenden für Möglichkeiten und warum sagst du, ja, Online-Advertising macht auf jeden Fall Sinn? Ja, Online-Video, als ich angefangen habe, das war 2019, da haben wir dran angefangen, drüber nachzudenken, an 99, weil es war eigentlich relativ klar, dass das Internet sich zu dem entwickelt, was es heute ist, und wir haben dann 2008 mit einem Format angefangen, da war das aber, da lag es noch so bei, man war froh, wenn man 1000 Views auf ein Video hatte, und heute sind es Millionen. Das heißt, es hat sich Online-Video zu einem Massenmedium entwickelt, wenn Waititi, von dem haben Sie, den Kollegen haben Sie gerade gesprochen, also der populärsten Comedy-Truppe in der jungen Zielgruppe. Wenn die am Freitag um 16 Uhr ihr Video veröffentlichen, sitzen Hunderttausende ja vor ihren Endgeräten, muss man inzwischen sagen, und wollen das aktuelle Video sehen, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute hier besprechen müssen. Am 26.12.2013 war ein historischer Tag. Da ist nämlich die Mobilnutzung oder die Nutzung mit anderen Endgeräten als Computern hat den Computer überholt, was Online-Video betrifft. Das heißt, der Computer wird immer weiter zurückgedrängt, und das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass es zum Massenmedium geworden ist. Und das ist genau der Punkt. Wir erreichen inzwischen mit Online-Video riesige Zielgruppen. Wir haben 14 Millionen Uniques über alle Kanäle in dem Bereich Beauty, Lifestyle, Fashion, Sports, Comedy, News, ganz wichtig, und so weiter und so fort. Und die erreichen wir mit jetzt bald 300 Millionen Views im Monat, sind also damit der größte Anbieter. Und bei uns gibt es halt alles das, was es auch im Fernsehen gibt. Es gibt keine Werbeinseln, das ist vielleicht die Ausnahme, aber es gibt Pre-Rolls, es gibt Specials. Man kann bei uns alles buchen, was möglich ist, und erreicht damit eben eine große Zielgruppe ohne Targeting. Das ist unser Vorteil so ein bisschen. Das heißt, wir haben den Content sehr gut organisiert, sodass wir die Zielgruppen sehr gezielt ansprechen können. Eben im Bereich Sport kann man eine Zielgruppe ansprechen, im Bereich Urban Culture, im Bereich Beauty, Lifestyle, Fashion, also eben eine junge weibliche oder eine männliche Zielgruppe, aber die breit ist, weil das ist auch interessant. Es kommt immer mehr Altersgruppen dazu. Also während vor 2 Jahren es noch sehr, sehr jung war, Online-Video kommen immer mehr älteres Publikum auch dazu, weil sie merken, es gibt immer hochwertigeren Content, das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, und damit will ich das kurz, diese Einleitung abschließen, es gibt immer besseren Content, das heißt auch die Zuschauer haben immer mehr Grund, lange Online-Video zu gucken, und wir haben inzwischen eben eine Größe, die mit einem Fernsehsender vergleichbar ist, das heißt Millionen Zuschauer, die mehr als 30 Minuten unsere Videos am Tag gucken, und ja.
das schon mal gut skizziert, wie sich, was sich da draußen tut. Der Markt verändert sich. Ich muss überlegen, wie und wo platziere ich meine Werbebotschaften. Da gebe ich gerne das Wort an Sie. Das ist ja sozusagen Ihre Aufgabe, wenn Sie die Kunden betreuen, an der Stelle zu überlegen, okay, das Werbeumfeld ändert sich, die Nutzung. Was bieten Sie, wie gehen Sie darauf ein? Na gut, also jetzt muss man natürlich eine Gratwanderung machen zwischen Veränderung und Hyperenthusiasmus. Ja? Weil, also die Welt verändert sich, keine Frage. Wenn ich mir die 10 Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Deutschen 1957 anschaue, gab es darunter 3 mediale und eine davon war Bücher lesen. Ja? So, wenn ich sie mir letztes Jahr anschaue, gab es 7, die mit Medien zu tun hatten und eine 8. kann man noch dazu zählen. Das heißt, unsere Welt hat sich komplett durch und durch medialisiert. Ja? Ein Parameter. Zweiter Parameter, der relevant ist und die meisten haben noch nicht einmal mit diesem Thema sozusagen eine Lösung gefunden, ist, dass wir schon im Fernsehen, das die Mutter des Videos ist, weil die Videos finden halt dort statt und hauptsächlich dort Ursprung, haben die großen 5 privaten Sender in den letzten 24 Monaten 6 Punkte Marktanteil verloren. 6 Punkte, nicht 6%, ne? Das ist eine ganze Menge. So. Und die meisten Mediapläne haben noch nicht einmal das erfasst. Dann, natürlich hat sich die Welt verändert, wir haben eine deutliche Zunahme der Videonutzung. Die Videonutzung hat sich auch, wie Sie ja sagen, verändert, weil die Anzahl derjenigen, die Video über Smartphones konsumieren, hat sich verzweifacht, während die Video stationär konsumieren, ist nur um 1,5% gestiegen. Ja? Aber da kommen ja die ganz tollen Comstore-Zahlen, die ich nicht kritisiere, das will ich nicht sagen, aber wenn ich die anschaue, das sieht ja unglaublich groß aus, weil wir haben laut Ihren Zahlen 46,6 Millionen Videonutzer in Deutschland, die konsumieren die Zahl, die sieht noch ganz toll aus, 8,3 Milliarden im Monat Videos, das sind 176 pro User, aber jetzt kommt's, wenn ich die 176 durch 30 Tage teile, dann bin ich bei 5,6 und 5,6 ist ein Viertel der Werbeblock. So, jetzt will ich jetzt nicht die ganze Diskussion vorwegnehmen, aber wenn ich jetzt unterstelle, dass der ideale Mix eines Planes, der jetzt die neuen Möglichkeiten vorsieht, an die 25% Optimierung im Fernsehen, also Optimierung des Bewegtbildfernsehen im Einsatz durch Bewegtbildeinsatz in Online vorsieht und ich mal unterstelle, dass ich 4 Milliarden Euro Fernsehwerbung habe und jetzt mal eine 1:1, was dann auch noch hineingehen wird, Vergleichbarkeit oder Stelle, eine Milliarde Inventory gibt es einfach nicht. Ja, deswegen muss man halt diese Gratwanderung führen zwischen, was ist sinnvoll, wie kann ich mehr Effizienz für meinen Plan rausholen, wie kann ich die Veränderungen der Mediennutzung zum Vorteil meiner Kunden nutzen, weil dafür sind wir ja da am Ende des Tages und Enthusiasmus, wo ist die Zukunft, wo muss ich alles verändern, was gibt es alles Neues? Okay. Ein paar Punkte, auf die wir auf jeden Fall noch in der Diskussion, denke ich, einsteigen. Dann Damian, was bietet ihr Werbetreibenden, Stichwort Targeting, nehme ich mal an, eher die Position zu sagen, okay, in Online-Advertising steckt ganz viel und wir bieten die richtigen Umfelder? Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich stelle mir manchmal die Frage, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir Bewegtbildwerbung im Internet? Display war doch auch schön. Und die einfachste Antwort darauf ist, glaube ich, weil wir es können. Also vor ein paar Jahren noch undenkbar haben wir die Infrastruktur geschaffen. Immer mehr Breitbandanschlüsse, immer leistungsstärkere mobile Internetverbindungen. Die Geräte geben es her. Wenn ich mir heute mein Telefon, mein Handy anschaue, ist es im Grunde nur noch dafür ausgelegt, sich möglichst schnell im Internet zu verbinden und Bewegtbildinhalte zu konsumieren. Was macht unser Unternehmen? Wir sind so ein Stück weit die Herrschaften im Hintergrund. Wir haben verschiedene Geschäftsbereiche in unserer Holding zusammengefasst mit Vindico, ein Tochterunternehmen, einer der weit verbreitetsten Video-Ad-Server, weltweit von Agenturen genutzt, um Video-Ads auszusteuern. Im letzten Quartal über 10 Milliarden Video-Ads. Daraus splitten wir natürlich angrenzende Produkte, programmatische Tools für Agenturen, für Publisher, Verifikationstools, Sichtbarkeitsmessungen. Wir haben mit Zumo eine andere Tochter, das ist so unser Fuß in der Tür, der bei den Endgeräteherstellern
wir schaffen mit Fernsehherstellern gemeinsam Standards für künftige Werbeformate im Smart-TV-Umgebung. Und dann braucht man natürlich auch noch jemanden, der das alles verkauft. Mit Specific Media, einen der größten Aggregatoren von Video-Standard-Werbeflächen. Du hast auf die Targeting-Möglichkeiten abgezielt. Ich habe auch schon gesehen, wir tun uns alle sehr schwer, ich nenne es immer den Unified User, definieren. Der User, der morgens beim Kaffeetrinken seine E-Mails auf dem Smartphone checkt, der dann am Rechner sitzt den ganzen Tag über, der heimkommt mit dem Tablet auf der Couch, vielleicht das Smart TV noch mit dem Internet verbunden. Das geht heute noch nicht. Auch wenn ComScore einen Ansatz hat und das TV-Panel würde mich mal interessieren, wo die Daten für Deutschland herkommen, die geben die Sender nämlich nicht raus. Specific Media macht seit über 10 Jahren Targeting-Technologie. Wir sind einen Schritt zurückgegangen und haben uns mal überlegt, wie kann man denn mit höherer Wahrscheinlichkeit Aussagen treffen, Multiscreen-Zielgruppen definieren und haben mit Householding, glaube ich, eine sehr smarte Idee, nämlich wir definieren Haushalte. Klingt einfach, ist technisch nicht so einfach. Da spielt die IP-Adresse des WLAN-Routers eine Rolle. Cookies sind auch noch relevant, Geräteanzahl, und können dann relativ genau die Datensätze immer wieder herstellen und Haushalt, alle Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, eines Haushaltes sehr genau ansteuern und synchronisieren. Eine Sache vielleicht, also wir machen es nicht nur, wenn man es kann, sondern wir machen es auch, wie wir es errechnet haben. Ja. Am Ende des Tages gibt es eine Wirkung, die das treibt, was wir tun. Ja, es ist ja, genau, greifen wir doch mal auf. Wir haben jetzt auch, glaube ich, heute Morgen schon gesehen, unterschiedliches Nutzverhalten. Die Leute konsumieren anders auf unterschiedlichen Endgeräten, ständig wechselnd, zeitversetzt hin und her. Und ich glaube, da kommen wir dann schon zu einem wesentlichen Punkt, wenn es um Werbung geht. Was sind die Richtlinien der Metriken? Wie vergleichen wir? Wie messen wir? Wie gehen wir um mit unserer alten Welt des TKPs? Natürlich schalte ich danach, aber ist TKP gleich TKP? Also ich glaube, es gibt einfach eine große Herausforderung in dieser Welt. Und wie geht man damit um? Ja, gut, da müssen wir jetzt vielleicht nur ganz kurz. Es gibt ja zuerst mal eine Frage, auf was berechne ich einen TKP? Weil das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist, dass die meisten Unternehmen oder die meisten Agenturen, das sind auch die Agenturen selber schuld, ist ja, dass man definiert soziodemografischen Zielgruppen. Ja? So. Dann wundert man sich, dass man 5 Joghurts in einem Werbeblock findet, weil egal welche Agentur einen Plan auf haushaltsführende 20 bis 54 rechnet, die wird immer den günstigsten, den zweitgünstigsten, den drittgünstigsten haben und die Liste ist gleich, ob die jetzt in Hamburg, in Düsseldorf, in München oder in Frankfurt erstellt wird. Deswegen der erste Punkt, und das meine ich, es gibt ja ganz viele Arten, mit denen man sich, die man mehr Wirkung, also sprich mehr Absatz oder mehr Wirkung, die man erzielen kann, herausholen. Und der erste Punkt ist, wie definiere ich meine Zielgruppe? So, das sind wir, diejenigen, die den Ansatz gehen, versuchen mit den Kunden zu sprechen, die tun sich manchmal auch nicht so einfach zu sagen, pass auf, du musst eine Zielgruppe definieren, die aus der DNA deiner Marke kommt. Und nur so hast du einen Plan, der anders ist als die der anderen. Ganz doofes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen ein bisschen mit Werbung und TKPs zu tun haben. ZDF ist aber der teuerste Sender, den es gibt, wenn ich immer 14,49 rechne. Weit teurer als alle anderen. Ja? RTL ist tendenziell relativ günstig. Wenn ich aber das rechne auf Hochkonsumenten von Qualitätspralinen, dann kostet das ZDF die Hälfte als RTL. Deswegen ist schon mal so, dass der TKP keine absolute Größe ist, sondern eine relative Größe. Und der zweite Punkt ist, dass der TKP hängt, und da tun wir jetzt im Online-Video sehr schwer, von das, was ich berechne, weil das ist ja, wie teuer ist es, was ich kaufe, geteilt durch 1000 Kontakte, ist ja wunderbar, aber In-Stream, In-Page, Audio on, Audio off,
Autostart, nicht Autostart? Kann ich wegklicken, kann ich nicht wegklicken? Bin ich alleine oder bin ich in das, was jetzt der neue Trend ist, die Werbeblockisierung der Pre-Rolls, weil früher hatte ich eine Pre-Roll und jetzt habe ich zwei, drei. So. Und das ist alles ein Thema, was man durchleuchten muss, weil deswegen sprechen wir lieber von Wirkung, die ich pro eingesetztes Budget erziele, was abhängt von den Zielen des Plans. Deswegen kann man es nicht so pauschalisieren. Darauf wollte ich hinaus. Und es ist halt, wir haben auch, glaube ich, in Zahlen, wenn Oliver, wenn du sagen willst, es gab so Studien, die ihr gemacht habt, dass ein Teil der Spots gar nicht gesehen wurden. Ja, also es geht letztendlich um Viewability. Das ist ja auch die Frage, das ist die große Diskussion, wie kann man das messen? Und du hast ja gerade auch gesagt, Damian, letztendlich, wo kriegt ihr die Fernsehdaten her, all diese Fragen. In Deutschland wissen wir das auch noch nicht. Ja, wir sind deswegen, wir haben das auf dem nationalen Level gemacht. Wir wissen, dass es technologisch geht. Es ist eine Frage des Mitmachens auch und genauso ist es auch in der Sichtbarkeit. Die MRC, wir sind da ja in Diskussionen, wird jetzt, also Media Rating Council wird ja jetzt im Juni, erwarten wir zumindest, das dementsprechend liften. Comscore hat eine Lösung dafür präsentiert zu Video Viewability, aber die Standards gibt letztendlich die Branche auch vor. Ja? Wir haben halt festgestellt, dass 46% überhaupt nicht gesehen wird. Von Display-Ads. Ja. Jetzt ist die Frage, ja, ist das relevant? Display-Ads, nicht Pre-Rolls. Genau, Display-Ads, genau. Ist das relevant oder ist das nicht relevant? Ja? Das kommt natürlich auch darauf an, zu welchem Preis habe ich die eingekauft. Ja. Also, wobei ich glaube halt, dass Online-Video-Werbung, also sprich Werbung mit Bewegtbild, Pre-Rolls oder was wir auch machen, Produktintegration oder was wir auch machen, ist Branded Channels, bei Saturn zum Beispiel, da wissen wir ja, dass der Zuschauer sie guckt, das kann ich ja messen. Und gerade bei der Art von Content, der ja kein 45 Minuten oder 90 Minuten Werk ist, wo ich zwischendurch noch anderen Beschäftigungen im Zweifel nachgehe, sondern die Videolänge eher so bei 3 bis 20 Minuten im absoluten Maximum liegt, wissen wir, dass die Leute zugucken. Und sie haben ja auch, das ist ja das Spannende bei Online, sie haben eine sehr hohe Bereitschaft umzuschalten. Das heißt, ich merke das sofort, wenn einer was nicht gucken will. Und ich glaube, wir merken es auch da, wo wir Specials haben, also da, wo es eine redaktionelle Integration gibt, gibt es eine sehr hohe Interaktion und eine sehr hohe Rückmeldung zu dem, was da passiert. Das heißt, es wird kommentiert, es wird bestellt, es werden Dinge getan, die zum Teil dann auch, und das ist auch sehr spannend, die noch deutlich höhere Klickrate haben als andere Dinge. Und ich sehe Online-Video als da eine tolle Möglichkeit, uns insbesondere, und da sind wir sehr, sehr stark, wenn wir eine junge Zielgruppe erreichen wollen, also wenn es zum Beispiel um so jemand geht wie Coca-Cola, dann arbeiten wir da sehr intensiv zusammen, weil die einfach eine junge Zielgruppe erreichen wollen und die ist über Fernsehen kaum noch, jedenfalls nicht ohne einen riesigen Streuverlust zu erreichen. Sprechen wir über TV versus Online oder sprechen wir eher über Synergien? Also ich halte das für diese Diskussion eigentlich auch für hinfällig. Spätestens in 5 Jahren wird, oder ich sag mal, irgendwann wird, oder ich sag mal nicht keine, wenn man Jahreszahlen sagt, dann ist man immer im Fettnäpfchen, sondern ich sag keine Jahreszahl. Also ich behaupte mal, es wird irgendwann Endgeräte geben, da weiß ich gar nicht mehr, was ich gucke. Ich mache das Gerät an, ich möchte einen Content sehen und ich merke maximal an der Fragestellung, möchtest du den Content am Anfang sehen oder möchtest du live einsteigen, es ist live. Und alles andere ist egal, dann wird das Endgerät selber die wahrscheinlich kostengünstigste oder technisch am effektivsten mögliche Übertragungsform finden, weil ich bringe dieses Zitat immer wieder von einem Kind eines Twitterers, der hat seine Tochter zitiert, die sagte, ach ja, Papa, Fernsehen ist wie YouTube, nur kaputt. Das heißt, ich kann nicht suchen, ich habe keine Social-Media-Integration und ich bin halt zeitlich gebunden, wann ich es gucken muss. Und die junge Generation, die halt wahnsinnig engagiert ist mit Online und Social Media, die wird nicht mehr zu einer bestimmten Zeit vom Fernseher sitzen, um Content zu sehen, den man auch on demand sehen kann. Live ja, Sport oder wenn ein Sender ein Event kreieren kann, wo es live wichtig ist, dabei zu sein, ja, aber alles andere wird on demand geguckt werden. Entschuldigung, nur ein Punkt. Also jetzt. Ohne in diese wunderbare Welt jetzt in Frage zu stellen. Wollen wir mal die Punkte schauen. Wenn man sich mit Online auseinandersetzt,
dann ist viel mehr, also auf Werbekundenseite, die Agentur machen ja das vom Metier, aber viel mehr Know-how und viel mehr Achtung gefragt, als die, die ich habe, wenn ich eine Fernsehkampagne mache, weil im Fernsehen habe ich eine bedingte Anzahl von möglichen Erscheinungsbildern. Ich kann mir ein Pre-Split nehmen, dann bin ich halt da allein in einem Rahmen, ich bin in einem Werbeblock, ich bin dahinter oder ich kann einen Kartin haben und der Rest sind dann Variationen des gleichen Themas. Ja? Aber ich bin im Wesentlichen Fullscreen und so weiter. Ich kenne ein Beispiel von einem nennenswerten Werbekunden und da bekommen Werbekunden auch manchmal das, was sie verdienen. Ich habe 97% Rabatt jetzt auf einer Display-Kampagne. 83% im nicht sichtbaren Bereich. Ja? So. Das kann ich auch. Aber ob es dir eine Wirkung bringt oder nicht eine Wirkung bringt, das ist gefragt. Deswegen der erste Punkt zu definieren, wo habe ich eine, also wenn ich jetzt über Verlängerung oder Optimierung der Wirkung eines Video-Werbung-Einsatzes spreche. Das heißt, ich optimiere meine Kampagne, die vor 5 Jahren nur im Fernsehen stattgefunden hat, in denen ich erstens mal weniger große Sender belegen muss, weil ich jetzt, wenn ich die gleiche Nettoreichweite erreichen möchte, auch kleinere Sender belegen muss, um den gleichen Effekt zu erzielen. Doofer Vergleich, damit haben Sie eine Zahl. Gleiche Kampagne geschaltet 2007 und 2013. Um den gleichen Nettoreichweite zu erreichen, müsste ich 40% mehr Budget einsetzen, wenn ich den gleichen Sendermix halte. Ja? Ich kenne kein Budget, das zwischen 2007 und 2013 um 40% gestiegen ist. Ja? Also ist das nicht der richtige Weg. Wenn ich aber jetzt den Sendermix verändere und 25% kleine Sender dazu mische oder auswähle, steigt der Preis nur um 11%. Und 11% habe ich zum Teil mit sogenannter Erhöhung der Rabatte sozusagen kompensiert, kleine Sender kosten weniger, das heißt, der Kunde bekommt den gleichen Effekt für weniger Geld. Und das Gleiche muss man sich überlegen in der Online-Welt, weil Junge konsumieren Videos, das ist absolut richtig, leider haben wir diese Beschränkung 5,8 Videos pro Tag, das heißt, wenn ich überlege, wie viele Produkte Werbung im Video, im Fernsehen mache, dann werde ich nie alle diese sinnvoll in Online verlängern können, aber da gibt es ein Targeting-System, haben wir auch, dann kann man sagen, okay, auf den Jungen erreiche ich einen gewissen Druck im Internet, dann kann ich auch die Nettoreichweite steuern, weil ich halt nur gezielt das Werbemittel an den Jungen anliefere. Und die Eltern erreiche ich im Fernsehen und damit reduziere ich die Fernsehkampagne und den sogenannten Overspill oder den Wasting, zu viel Druck auf den älteren Segmenten. Aber dann geht es hinein, welche Art von Online-Video, weil wenn ich ein Pre-Roll nehme, das kann ich gleichsetzen zu einem 30-Sekunden-Spot. Aber wenn ich dann reingehe in andere Formen, dann habe ich halt andere Wirkungen. Und da starten dann diese ganzen Diskussionen. Deswegen, ja, es ist richtig. Und ja, in 5 bis 10 Jahren wird alles Fernsehsignal über IP ausgeliefert werden. Dann werde ich nicht mehr einen Spot dem Sendeabwicklungszentrum eines Fernsehsenders schicken, sondern ich werde ihn durch den Ad-Server der Agentur direkt den Fernseher schicken. Und dann wird es lustig werden, weil dann wird es diese ganzen Möglichkeiten, die ich in Online habe, auch für Fernsehen geben. Weil schon heute, wenn Sie einen Minispot sehen, in München abrufen, dann hat er ein Münchner Kennzeichen. Wenn Sie ihn in Hamburg abrufen, hat er ein Hamburger Kennzeichen. Wenn das Wetter schön ist, dann ist er offen. Wenn es regnet, ist er zu. Diese ganzen Personalisierungen wird es auch im Fernsehen geben. So. Und dann fangen wir an, dass Kreation und Media viel enger zusammenrücken müssen. Aber das ist wirklich noch ein ganz super interessanter Punkt. Also auch wenn wir heute schon 300 Millionen Views im Monat Reichweite haben, das ist erst der Anfang. Es wird sich eben wirklich, es wird alles in Richtung On-Demand und IP geben. Es wird eben Netflix geben, es wird WatchEver geben. Die Sender werden sich mit Sicherheit verstärkt darum bemühen. Hier RTL 2 ist auch ein super Beispiel mit Berlin Tag und Nacht und den Produktionen, die eben auch online in der jungen Zielgruppe sehr gut ankommen. Es wird diesen Weg gehen und wir sind erst am Anfang und es wird noch eine deutliche Entwicklung auf Mobilgeräten und Computern geben, was überhaupt den Bewegtbildkonsum unabhängig, ob es fiktional ist oder ob es informativ oder ist, es wird eine Umwälzung stattfinden. Das ist ja auch so ein bisschen die Thesen gewesen von heute Morgen, was sich da verändert in Richtung Bewegtbild, wo es hingeht. Und jetzt nehmen wir mal so die Welt des Media Plannings. Bildet die denn das schon ab, dass da einfach ein User ist, der wechselt seine Geräte durch, dem ist irgendwann egal, ob er TV hat oder online, on demand, oder die Welt, wie gesagt, der Werbeplanung, wächst die dementsprechend mit
wie Nutzer sich verändern. Das ist immer so ein Punkt, wenn man sagt, okay, wo gehen Budgets hin? Nehmen wir beispielsweise Print, immer noch große Budgets. Wie viel wird in Print konsumiert? Sehen wir da in Deutschland auch die entsprechende Veränderung, dass sich Budgets mit den Nutzern verändern? Oder ist da immer so eine Welt dazwischen, die sich eher langsamer dreht? In der Wirtschaft gibt es den Begriff Viskosität. Das heißt, es gibt ein gewisses Nachfolgen. Es ist langsamer, als es sein sollte. So, auf der anderen Seite, das, was sicherlich ein Fall ist, die Möglichkeit, Fehler zu machen und Geld zu verschwenden, wären in dieser Welt viel mehr, weil es viel mehr Details gibt. Ja, ich kann nicht mehr einen GRP mit einem GRP vergleichen, sondern ich muss in die Details hineinschauen. Ja, es gibt schon da komplizierte mathematische Algorithmen, die mir die Möglichkeit geben, ein und denselben User über unterschiedliche Medien zu erreichen, mit nicht-lineare, multivariate Regressionen und lustige Themenstellungen, die dahinter stehen können. Deswegen, ja, es wird gemacht. Man muss sehr stark achten, was sind die Eigenschaften des Produktes, welches Ziel will ich erreichen, was ist die Zielgruppe, weil schon heute gibt es ja Kampagnen, die viel zu geballt arbeiten, sprich es werden die abnehmenden Grenznutzen der Kontakte gar nicht berücksichtigt. Das heißt, da tritt ich ab jetzt eine komplizierte Rechnung für einen nennenhaften Schokoriegel mit der GfK gemacht. Wir haben festgestellt, dass jeder Kontakt über 3 verkauft keinen einzigen Schokoriegel mehr in der Woche. So. Und wenn man dann das runternimmt und auf Käufer geht, dann stellt man fest, dass man den Umsatz in den Zeitraum um 20% erhöhen kann, wenn man einfach eine andere Zielgruppe nimmt und den Mediaeinsatz anders regelt. Zum Thema Print kann man Folgendes sagen. Also jeder, der sagt, der Print ist tot ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit sterben, bevor Print ausstirbt. Das muss man mal festhalten. So wie die in den 90er Jahren gesagt haben, dass der Werbeblock tot sei. Die meisten von denen sind in Rente oder am Ende der Zypressenallee und der Werbeblock erfreut sich bester Gesundheit. 85% des Umsatzes der Fernsehsender. Schauen wir da mal einmal hin. Also wir sprechen ja heute darüber, dass sich die Welt verändert. Wir sagen, Zeiten sind immer schwer zu schätzen, aber es wird sich in unmittelbarer Zeit wird sich das Verhalten verändert sich schon stark und ist dabei. Und wir sehen aber, nehmen wir mal den Durchschnittsmarkenverantwortlichen und wir sprechen hier über tiefe Videobild, Targeting-Sachen, der kann ja gar nicht alles verstehen, adaptieren, was da passiert, ist abhängig von Agenturen, Media-Agenturen und so weiter. Und der Punkt, den ich dann immer gerne in die Runde stelle, ist so, wo sehen wir wirklich effizientes Budget, das eingesetzt? Wenn einer kommt und sagt, das ist mein Budget, setzt es für mich effizient ein. Wie kann das heute passieren? Indem am Ende des ersten Jahres der 20% mehr Umsatz macht, wie wir mit vielen Fällen gemacht haben, wo wir einfach jetzt auf Käuferzielgruppen gegangen sind. Sprich, ich spreche nicht mehr alle Haushaltsführende zwischen 20 und 55 an, sondern halt die, die ein gewisses Produkt konsumieren. Und dann fängt genau diese Welt an, wo ich sage, okay, ich habe Käuferzielgruppen im Fernsehen. Dann muss ich mit einem komplizierten Fusionsverfahren schaffen, dieses Merkmal auf die 40 Millionen Profile, die ich in das Targeting-System habe, zu übertragen. Damit ich ja dann eine kongruente Planung über andere Medien machen muss. Dann muss ich das Ganze in die Best-for-Planning oder in den Datensätzen der Printplanungssysteme übertragen. So, dann muss ich mir eine Gruppe, ich will nur sagen, das ist kompliziert, da muss ich mir eine Gruppe von Konsumenten... Ohne da jetzt, ich glaube, wir haben nicht so die Zeit, in die Tiefe zu gehen. Ja, aber der Punkt ist TKP versus Wirkung. Wir wollten ja noch ein bisschen um das Thema Umfeld sprechen. Also bei uns gibt es ganz klar, weil wir halt das Phänomen haben in der jungen Zielgruppe, die konsumiert wirklich kaum noch Fernsehprogramme. Aufgrund eben, ich muss zu einer bestimmten Zeit vom Fernsehsender sitzen. RTL 2 ist eben, ich bringe es immer wieder sehr gerne, weil das ein Sender ist, der da sehr weit vorne ist, auch aufgrund der Zielgruppe. Da mit zwei Formaten. Ja, mit zwei Formaten, ist schon klar. Natürlich, aber auf 24 Stunden. Ja, ich sage mal, wir sind erst am Anfang. Wenn es darum geht, halt diese junge Zielgruppe zu erreichen, dann kommt bei uns, steht der ein oder andere Kunde vor der Tür und sagt, nein, ich buche jetzt nicht im Fernsehen, da erreiche ich nicht die junge Zielgruppe in der Masse wie bei Ihnen und die kommen dann zu uns, wenn sie eine junge Zielgruppe erreichen wollen. Also diese Fälle gibt es schon, wo ganz klar abgewogen wird zwischen Fernsehen und uns und der Kunde zu uns kommt. Um das vielleicht kurz mit Zahlen zu unterlegen, ich glaube ARD, ZDF hat rausgegeben, bei 14 bis 29 hast du eine tägliche Sehdauer im Schnitt, also lineares TV, von gerade mal noch 2 Stunden.
doppelt so viel Zeit verbringt diese Zielgruppe mittlerweile mit Online-Aktivitäten, Social, Gaming und natürlich auch Video. Das unterschreibe ich. Das Schöne ist ja eigentlich auch, dass Sie bei Online halt direkt interagieren können, so wie Sie es gerade schon gesagt haben, also wirklich in Realtime die Kampagne verändern können oder die Zielgruppe verändern können. Ich denke, das ist auch ein Riesenvorteil natürlich. Es ist halt leider eine sehr detaillierte Diskussion, weil wir kommen ja, also es ist ja nicht so, dass man seitdem es Medien gibt, nichts gemacht hätte. Ja? Nur, wir haben halt eine Beschleunigung der Veränderung in den letzten 15 Jahren erfahren, die man früher nie gehabt hat. So. Und wir haben eine mathematische Tiefe, die wir auch nicht mehr erschlagen können. Aber wenn ich jetzt eine Media Plus nehme, ich behaupte mal, wir sind die beste Agentur, die es in Deutschland gibt. Ja, wunderbar. Wir sind 225 Leute. So, da stelle ich mich in den Contest. So, ich werde nie den besten Mathematiker haben. So, deswegen, wie verhelfe ich mir? Ich habe mir verholfen, indem wir jetzt eine exklusive Kooperation mit Stratosphere abgeschlossen haben. Das sagt Ihnen gar nichts als Namen, aber das ist der europäische Big Data Competence Center, weil ich da drinnen mit lustigen Leuten zu tun habe, die seit 30 Jahren, also für denen sind multivariate nicht-lineare Regressionen einfach in Mathematik, die sind dann in der Chaostheorie zu Hause, in Optimierung von Datenbanken und sie sind dann leider in einer Welt unterwegs, die nicht mehr so einfach erfassbar ist, um genau diese Wirkungen herauszuholen. Ja genau, und dann sind wir auch an dem Punkt, wer entscheidet über Budgets, wer hat das Wissen über tiefergehende Sachen, wenn jemand einen Mediaplan bekommt, nach irgendwas entscheiden muss, würde er im Zweifel nach dem Preis entscheiden und dann sagt er, nimmt den TKP, ohne dass wir über Qualität, Wirkung und das sind, ich habe auch nicht die Lösung, aber ich denke, wir müssen über diese Metriken sprechen, werden wir effizienter Budgeteinsatz, das ist glaube ich das, was sicherlich uns noch weiter treiben wird. Was ein Stück weit fehlt, also jetzt mal wirklich online, Video, bewegt Bild, ist eine objektive Bewertung von Werbeflächen. Ich begegne oft dem Problem, Mediaplaner ruft an und hast du nicht schöne Umfelder für mich? Also wirklich aus einem subjektiven Empfinden heraus und dann am besten und nicht so teuer. Also um das nochmal zu verstärken. Rein subjektives Empfinden. Ich kenne einen ProSieben aus dem Fernsehen. ProSieben.de ist ein schönes Umfeld. Demgegenüber steht aber, wir haben die Comscore-Zahlen gehört, ihr geht von aus, dass knapp 47% nicht gesehen wird an Video-Ads. Die Kollegen von Vindico messen noch eine höhere Zahl im letzten Quartal. Die Krux ist, oder das will ein Mediaplaner im Zweifel gar nicht hören. Du kannst jedes Ad, das online ausgesteuert wird, kannst du mit dem heutigen Standard genau bewerten. Du kannst genau messen, wie groß es angezeigt wurde. Du kannst messen, wie lange es im sichtbaren Bereich war. Du kannst messen, wie lange der User auf der Seite verweilt hat. Du kannst matchen, ob die URL überhaupt zu dem passt, was du belegt hast. Und was wir mit Etricity machen, ist, wir nehmen all diese objektiven Messmerkmale und bewerten Inventare ganz nüchtern und da setzt dann unsere Preisdifferenzierung an. Aber es geht ja so weit, dass für einen Schuhshop, also ist jetzt nicht eine der komplexesten Produkte der Welt, hatten wir in der Spitze ein Werbemittel, also wir sind sogar in der Lage, ein Werbemittel aus einem Set zusammenzustellen, in dem Moment, in dem es ausgeliefert wird, abhängig von wer, also vom Screen sitzt, was für Screen das ist und was das Unternehmen hat, so da sprechen wir von 280.000 unterschiedliche mögliche Kombinationen, die innerhalb einer Kampagne ausgeliefert werden. Aber zurück zu Ihnen, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann sie nicht bewerten, deswegen gibt es Unternehmen, ich war lange auch auf der Vermarkterseite und hatte einfach den Eindruck, dass Leute keine Wirkung gekauft haben, sondern einen Rabatt. Ich wollte schon mal ein Angebot machen. So, ich verkaufte 80% Rabatt und ich sagte nicht einmal, wo das materialisiert wird und ich bin überzeugt, dass viele hätten das gekauft. Also ist die Welt komplexer geworden. Das ist jetzt unsere Aufgabe, diese Komplexität zu erschlagen. Ist aber auch eine Entwicklung, die ihr als Agenturen ein Stück weit forciert.
wir forcieren die nicht zwangsläufig. Ganz viel um Kickbacks geht. Das ist bei uns nicht das Geschäftsmodell, sondern Nein. unser Geschäftsmodell ist eher, das zu versuchen, eine Wirkung zu entfalten und sich vom Kunden auch bezahlen zu lassen. Und das macht es auch nicht einfacher, weil für uns heißt es, wir müssen diese unterschiedlichen Kombinationen in irgendeiner Form verarbeiten und ein Modell sagen und sagen, okay, ich habe 2 Millionen, wenn ich sie so einsetze, kriege ich diesen Effekt auf den Absatz oder auf das, was du erreichen möchtest. Wenn du die 2 Millionen so anders investierst, dann habe ich diesen anderen Effekt. Und das ist ja genau das Problem. Diese Rabattgetriebenheit generiert am Ende schiefe Mediapläne. Und diese schiefe, oder die Kickbacks, die du jetzt gerade angesprochen hast, und diese schiefe Mediapläne haben dann natürlich dann einen Nachteil in der Wirkung. Klar. Und am Ende des Tages ist es unsere Aufgabe, ich muss ja nicht, ich bin ja auch nicht in der Lage, also wenn ich mit dem Professor Markel, der von der TU Berlin und von, ist, oder von der Humboldt-Universität, Entschuldigung, ist, ich verstehe auch nicht. Ja, und ich wage mal, ich habe studiert, meine Verhältnisse, ich hatte die ersten beiden Mathematikexamen, die man auch bei Ingenieurie hat, also ein bisschen bin ich hineingegangen, aber da kommen in einer Welt, das ist nicht mehr meine. Aber ich muss den Kunden sagen, so, das ist das Modell und am Ende des Tages gehen wir dann sogar in einer Welt neuer Vergütungsmodelle, wo ich dann meine Agenturbezahlung an die Wirkung binden muss, weil in irgendeiner Form muss ich auch haften für das, was ich ja vorschlage. So, das ist ja zu lustig. Und das ist auch interessant, weil das sieht man ja jetzt auch an den großen Suchmaschinenherstellern, die halt auch Kooperationen suchen, um das zu validieren letztendlich. Sich Referees da reinholen, um zu sagen, ist die Kampagne zum Beispiel überhaupt wirklich vernünftig ausgeliefert worden in dem Umfeld, in dem ich es wollte und so weiter. Ja, also ich glaube, der Druck kommt da auch auf alle Seiten zu. Und auch das ganze Real-Time-Buying, weil also, wenn ich Real-Time-Buying, so wie es heute in meisten Fällen eingesetzt ist, dann kaufe ich damit billigen Long-Tail. Das ist wie wenn ich wage mal diese, ich sage nicht Schrott, weil das wollen wir nicht sagen, aber irgendetwas, was man halt nicht los wird, das hat einen niedrigen Preis, das füge ich zum Anteil meiner Kampagne hinein. Wenn ich Real-Time-Buying richtig einsetzen möchte, Programmatic-Buying, dann brauche ich ja dahinter einen Big-Data oder auch einen Small-Data-Ansatz, aber quasi, ich muss über Nacht die Daten verarbeiten, um zu sagen, was ist die Zielgruppe, die ich morgen ansprechen möchte. Und über Nacht wieder und wieder und wieder. Also wir kommen halt in Themen hinein, die die Welt komplexer machen. Und das ist auch nicht nur mehr eine Agenturaufgabe, weil die meisten Kunden haben ihren Daten auch nicht in meinen Griff. Das ist ein guter Punkt. Du hast natürlich auch die Entwicklung im Markt. Vermarktungshäuser wollen jetzt Ad-Networks sein, Agenturen wollen Ad-Networks sein, weil da in den letzten Jahren gutes Geld verdient werden konnte. Es verschiebt sich sehr viel und es wird teilweise schwammig, weil man kann es auch nicht von heute auf morgen replizieren. Ich bin der festen Überzeugung, ein Publisher sollte sich Content kümmern und Kanäle, den zu distributieren. Eine Agentur sollte sich um die Kunden kümmern, um die Mediaplanung und dann brauchst du eine leistungsstarke Technologie dazwischen, die eben den Anforderungen, Verifikation, externe Datenquellen, der eben standhält. Es bleibt spannend. Also ich glaube, das finde ich das Spannende an diesem Thema ist, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten in diesem Bereich, eben was wir haben, die Personalisierung von Werbung, sei es auf Personen, Regionen, Wetter und so weiter und so fort. Es gibt neue Werbeformate, die auch eine andere Produktion von Spots erfordern, wie TrueView auf YouTube, wo man nach 5 Sekunden wegklicken kann und der Kunde auch nichts dafür bezahlen muss, wenn der Zuschauer weggeklickt hat. Es gibt die Möglichkeit, wirklich Zuschauer mit Branded Channels zu erreichen, was im Fernsehen so nie so richtig funktioniert hat. Also es gibt wirklich ganz sehr spannende Felder und ich glaube, da wird sich in Zukunft noch eine Menge tun und es wird eine Weiterentwicklung stattfinden und das ist wirklich super interessant. Die wichtigste Zutat ist aber der Kunde, weil das wird auch öfters vergessen. Absolut. Ja, und da haben wir folgendes Thema, also da haben wir Glück, weil wir haben sehr viele mittelständische Kunden, also Zahl zu geben, 80% des Umsatzes einer des Werbeumsatzes so also nach außen, dass der Medienpräsenzen, die wir kaufen, kommt von Budgets, die unter 5 Millionen sind. Aber wenn Sie jetzt die durchschnittliche Verweildauer eines CMO in den letzten 10 Jahren rechnen, dann liegt die unter 2 Jahre. So. Und in den großen Unternehmen ist es so, dass wenn ich halt alles richtig mache, sprich nichts falsch mache, dann gehe ich halt in die nächste Stufe hinein. Und deswegen ist auch nicht immer der Mut da oder die Bereitschaft da,
irgendwelche Sachen zu verändern, weil da sagt man, so weiß ich, dass es läuft, weil Werbung wirkt ja. Es geht ja immer um die Frage, wie hole ich mehr Wirkung raus? Es geht ja nicht um die Frage, wie erzeuge ich überhaupt eine Wirkung? Stichwort, es bleibt spannend und Trends, was so passiert. Es wird ja auch, das Umfeld wird ja auch nicht einfacher, mit meiner Botschaft durchzukommen. Stichwort Relevanz. Also es wird auch immer mehr digitale Werbespots, spannende Brand-Channels, was auch immer. Was ist eurer Meinung nach da so, also wie, gucken wir mal die Sicht des Werbungstreibenden, wie kommt er durch mit seinen Inhalten? Wie wird er gesehen? Wie kriegt er Earned Media? Also wir haben, ich kann es aus unserer Perspektive erzählen, wir haben halt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir Produkte, Marken und so weiter authentisch einbinden. Wir haben zum Beispiel den Saturn Branded Channel Tech Lab gemacht und haben einen sehr populären YouTube-Star, so nennt man das. Ich bin eigentlich eher, es sind keine YouTube-Stars, es sind einfach Stars. Es sind Prominente nur in der jungen Zielgruppe zum Moderator gemacht und das ist wunderbar angekommen, es funktioniert, weil er ist ein Mensch, der sich mit Technik identifiziert. Es macht absolut Sinn, ihn technisch redaktionelle Inhalte zum Thema Technikprodukte präsentieren zu lassen und das unter der Dachmarke Powered by Saturn. Sowas funktioniert ganz wunderbar und das kann man halt online ganz wunderbar machen, weil online den riesigen Vorteil hat, dass man seine Zuschauer sammelt. Ich muss nicht um eine bestimmte Uhrzeit die Zuschauer alle vor einem Endgerät haben, die das jetzt gucken sollen, sondern ich kann sie sammeln. Und das gerade bei solchen Themen wie Technik, das ist etwas, ein Gerät, das ist ein paar Monate auf dem Markt. Das heißt, ein Content, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der hat eben auch einen gewissen Longtail. Das heißt, der ist eine gewisse Zeit, also ich sag mal länger als Mancherie zum Beispiel, funktioniert er, weil das Produkt länger auf dem Markt ist. Aber es ist ja zufälligerweise auch die Agentur von Saturn, also sowohl im Kreativbereich wie in den... Wir sind die Agentur von Saturn, sowohl im Kreativbereich wie in, im Media-Bereich. Und die, da funktioniert es ja auch sehr gut, ja. Aber es ist halt ein Teil von Maßnahmen, absolut, die eine gewisse Zielgruppe anspricht. Wenn ich jetzt mit Massenkommunikationsprodukten zu tun habe, ist ja Saturn zum Stück weit auch, aber dann muss ich halt unterschiedliche Zielgruppen bedienen und da geht es ja einfach um den Mut zu haben, das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, in Frage zu stellen. Weil Content Marketing ist eine extrem wichtige Säule. Ja? Seit dem Stratosphäre-Sprung spricht ja jeder darüber. Alle haben vergessen, dass das erste große Beispiel von Content Marketing war der Film Top Gun, weil das hat der US Navy damals ein unglaubliches Image beschert. Hat denen auch unglaublich viel gekostet, weil die haben zwei Flieger gecrashed und wenn sie wussten, was ein F-14 kostet, dann wäre der Stratosprung nichts dagegen. Aber es geht immer zum Thema, wo erzeuge ich eine richtige Wirkung? Es gibt Produkte, für denen Print perfekt ist. Ja? Keine Frage, aber wir fokussieren uns ja gerade so ein bisschen auf den Punkt zu sagen, okay, da ist jetzt ein digitales Videospielfeld und wie komme ich da durch? Ich wollte nur ganz kurz sagen, die Fragerunde auch natürlich eröffnet. Also wer jetzt schon eben eine Frage auf der Zunge brennt an einen der Teilnehmer oder in die Runde, dann gerne per Handzeichen. Bist du gerade schon auf dem Weg zu jemandem oder? Nee, ich dachte das Mikro. Ah, das Mikro wird erstmal auf dem Weg zum Mikro. Genau. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit eine Frage noch an Christoph stellen. Du sagst, das funktioniert und das ist auch was meine Kunden auch fragen, ja, Stichwort Währung, ja, was bedeutet denn funktioniert? Also was ist für euch die Metrik dafür? Also bei uns gibt es verschiedene Metriken. Es gibt natürlich die Views auf Videos, wie viele Leute gucken das, wie lange gucken sie Content. Wir können ja sehr genau, das ist für einen Fernsehproduzenten übrigens eine ganz neue Welt, jemand, der von einem Sender kommt, der guckt da besser rein, aber wir können wahnsinnig exakt in die Daten reingucken. Das heißt, unsere Währung sind Views, unsere Währung ist, wie lange sind die Views und bei so einem Kanal ist wie Saturn, da sind unten eben Affiliate-Links in den Saturn-Shop, da können wir sehen, wie viel kommen denn darüber rein, wobei das dann nicht das Primärziel war, sondern wir haben halt da eine gute Reichweite. Oder wir haben eben Pre-Roll-Spots, wo die Klickrate dreimal so hoch ist als bei anderen Spots. Das sind so unsere Metriken, die wir haben und damit sieht es halt sehr gut aus. Also Saturn hat es, also es gab noch nie ein so erfolgreiches Branded-Programm in Deutschland, sei es im Fernsehen oder sonst wo. Und das hat mit dem Medium zu tun, wo
was im Fernsehen so nicht, wie will ich im Fernsehen eine Sendung machen, die gebrandet ist und ein Produkt oder eine Marke featured, das ist ein Problem. Und das geht halt im Netz, weil ich meinen Content wahnsinnig exakt darauf abstimmen kann, erstens auf den Kunden kann ich den Content abstimmen, ich kann ihn wahnsinnig exakt auch auf den Zuschauer abstimmen. Ich will da mal ein Beispiel nennen, als Fernsehproduzent. Ich habe es bei Fernsehsendern immer erlebt, das Ändern eines auf den Sender gegangenen Formates ist nicht möglich, weil es nicht möglich ist. Das ist auch der Grund dafür. Es gibt sonst keinen Grund. Wir machen das aber komplett anders. Wir sind in der Lage, von Woche zu Woche Formate zu ändern. Das machen wir auch. Das heißt, wenn wir ein Format starten und wir merken, so funktioniert es nicht, wird es in der nächsten Woche anders gemacht, in der übernächsten Woche anders und in der vierten Woche wird es nochmal anders gemacht, bis es funktioniert. Und das sind fantastische Möglichkeiten. Ich kann wirklich wahnsinnig schnell reagieren. Wir haben jetzt, das ist nicht branded, das ist ein Wissenskanal, heißt Starship Observer. Der hat die ersten drei Ausgaben, also zwei Ausgaben überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir eine Trash-Folge gemacht und die vierte Folge war dann auf den Punkt. Und das sind tolle Möglichkeiten, die man im Fernsehen nicht hat. Die Daten kommen später, die ganzen Produktionsabläufe sind so aufwendig, dass es wahnsinnig kompliziert ist, was zu ändern. Und ich glaube, da sind auch die Chancen bei der Werbung. Ich glaube, wenn sich da mal die Werbung darauf einstellt, dass man hier reagieren kann, dass man, und das ist nämlich das Tolle, man kann mit dem Zuschauer interagieren, man kann auf ihn eingehen, man kann nicht nur durch die Kommentare, durch die Likes und Dislikes auf den Videos, man kann durch das Zuschauerverhalten in ganz, ganz vielen Dimensionen kann man sehr exakt herauslesen, wie ich ein Programm optimieren kann. Ich hatte jetzt jüngst ein Beispiel, ein Kollege, der ein Video gemacht hatte oder ein neues Format gestartet hat, das hatte nur 40% Zuschauerbindung, das heißt nach 40% waren alle weg. Unsere Erfahrung, es muss zwischen 60% und 70% liegen, damit die Leute dranbleiben, immer wieder gucken. Und das haben wir durch ein paar, 3, 4, 5 Stellschrauben, war es in der nächsten Woche, nicht nach einem Monat, nicht nach einem halben Jahr, in der nächsten Woche war es optimiert und hatte 65% Zuschauerbindung. Und das sind tolle Möglichkeiten. Das ist mit Saturn ein schönes Beispiel. Branded Content finde ich super. Man mangelt es immer an Skalierbarkeit. Du hast ja selber gesagt, du hast nur diese eingeschränkte Zielgruppe. Rückkanalfähigkeit ist einfach was leider, da tut es mir in der Seele weh, ich bekomme zum Großteil gekürzte TV-Spots angeliefert und die soll ich dann für Online-Videokampagnen einsetzen. Da unterschlägt man so viel Potenziale, die wir im Internet haben. Wir forcieren deswegen auch den Standard VPaid, der wirklich eine Kommunikation zwischen den Ad-Servern zulässt und dann du kannst, also der Kreativität an Interaktionsmöglichkeiten ist im Grunde sind keine Grenzen gesetzt. Da fehlt manchmal der Mut, ihr macht es, ich weiß, dass ihr das bei euren Kunden pusht, diese interaktiven Formate, ist aber leider nicht Alltag. Und das Interessante ist, dass, also ich sage, das ist unabdingbar für die Zukunft, weil ich dann nämlich einen viel besseren Preis kriege. In dem Moment, wo ich nämlich sowas für die Zuschauerbindung bei Werbung erhöhe, habe ich sofort einen viel besseren Preis. Planer nageln mich teilweise fest an einer CTR von 2%. Ja, also 98% der User haben per se nicht auf das Ad reagiert, aber die 2% Klickrate brauche ich und wehe, es ist eine 1,6. Es ist solche Undinge tun sich da manchmal auf. Ja. Ja, und am Ende geht es immer wieder, das hat sie eben gesagt, der Kunde im Fokus, es geht um Relevanz und Mehrwert und wenn ich es schaffe, eben Relevanz zu bieten, also gerade jetzt während dieser Saturn Branded Channel, da geht halt jemand los und sucht und in dem Moment, also da ist nun mal, Internet ist eine Suche. Ja, aber das ist nur die initiale Zündung. Es geht nämlich darum, Programm zu machen, dass dann eben der Zuschauer nicht mehr sucht, sondern dass er bewusst einschaltet. Und diesen Schritt haben wir halt gemacht. Der Zuschauer, und nochmal zur eingeschränkten Zielgruppe, die wird ja immer breiter, bis zu 60 hoch. Der Zuschauer merkt immer mehr, es gibt guten Content, den ich mir regelmäßig ansehen kann und den liefern immer mehr Kanäle und deswegen wird immer mehr geguckt. Diese Regel gab es ja schon immer. Weil, also ein schlechter Inhalt wird nicht besser, wenn ich ihn auf 2x2 Zentimeter runter reduziere. Also wer sagt, im Online-Video es gibt nichts Neues.
Nur wenn ich die Grundregeln, die uralten Grundregeln, wie zum Beispiel Regel 1, ich muss den Zuschauer unterhalten, das hat sich nichts daran geändert. Nur im Internet muss ich es ein bisschen anders machen, weil es eine andere Rezeption gibt. Ich bin in einer anderen Situation, ich bin mit dem Handy in der Straßenbahn, ich bin mit dem Tablet im Garten oder sonst was und darauf muss ich ja Rücksicht nehmen. Aber das ist, wenn ich das berücksichtige, werde ich sofort meine Zuschauer finden. Es ist kein Hexenwerk. Ich muss jetzt noch mal kurz unterbrechen und noch ein paar Mal energischer nach Fragen und Meldungen fragen. Das hat heute Morgen nämlich auch ganz gut geklappt. 95% der Welt sind Provinz. Was bietet das Online-Videoleben den Provinzen? Also ich sage dem kleinen Hotelier, der Tourismusdestination, dem kleinen Gewerbetreibenden, der nicht 5 Millionen Budget hat, sondern vielleicht 5.000 Euro Budget hat. Gibt es da Visionen? Ja, natürlich. Also wir haben dafür auch extra eine eigene Unit gegründet. Also ich kann ja, wenn ich jetzt, also es gibt in Deutschland gibt es kein lokales Fernsehen. Es hat sich nie entwickelt oder es hat nie eine Relevanz für die Werbung erreicht, weil die Qualität dann am Ende total mangelhaft ist. Deswegen ist genau die Möglichkeit, die Online-Video bietet, die, weil ich kann ja zumindest in Deutschland auf den ersten 3 Postleitzahlen Geotargeting machen. Mit Ausnahme von Hessen, weil da gibt es einen Zentralknoten der Telekom in Darmstadt, der alles durcheinander bringt. Deswegen kann ich das sehr wohl machen. Und wir sind so weit gegangen, dass wir jetzt auch, wir haben sehr viele Händler als Kunden, deswegen wurden wir da auch gefordert und gechallenged. Also sprich Leute, die haben 1600 oder 3000 Outlets und für denen dann die Möglichkeit zu definieren, also für den Filialleiter, was sind meine Möglichkeiten? Und das sind, du kannst die Tageszeitung da teilbelegen, du kannst einen Plakat belegen, du kannst die elektronischen Säulen belegen, die wir in übrigens bei Ströer einzeln anliefern können, mit einer individualisierten Botschaft, oder du kannst Video-Werbung in deinem Umfeld machen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, und das gibt es bei überschaubaren Budgets, die sind vierstellig. Wenn das Mutterhaus, wie der List sagt, das ist der Rahmen, dann kann ich mit 10.000 Euro diesen Rahmen dynamisieren und dann habe ich drinnen die Adresse des Geschäftes, sein aktuelles Angebot und so weiter und habe eine sehr vernünftige Qualität, weil das vielleicht Kick-Filiale, Kick-Marke gedreht hat und der Einzelfinalist einstellt. Deswegen gibt es diesen Markt. Ja, wobei, ich würde bei Video mal sagen, es ist ein stark emotionales Medium. Das muss jemand machen, der das Handwerk versteht und da ist dann das Problem, da kann man sehr schnell einige tausend Euro in den Sand setzen und man hat nichts gehabt. Also Video ist halt ein kompliziertes Medium, es ist viel komplizierter als Print, Banner und so weiter und so fort, als Radio. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich sag mal, es gibt viele Anbieter, die Videodrehs für 500 Euro anbieten. Jeder Cent davon ist in den Mülleimer geschmissen. Also auf dem Niveau sollte man auf keinen Fall, weil breitet sich so ein bisschen aus. Da gibt es viele Anbieter, die behaupten, dafür würde man in irgendeiner Weise irgendetwas produzieren können, was sich irgendjemand ansieht. Das ist falsch. Gut, aber das gut Produzierte kann man lokal brechen. Das gut Produzierte kann man lokal runterbrechen. Ja, richtig. Ja. Genau. Das geht. Und auch individualisieren. Da wird dann wieder was sehr Spannendes draus. Ja. Frage beantwortet. Ich würde da eigentlich ganz gerne einhaken oder genau an der Stelle fortsetzen. Land auf, Land ab versuchen ja insbesondere Regionalzeitungen, ich komme von einer Regionalzeitung mit Videocontent, zumindest erstmal die Kanäle zu bespielen. Wie hoch muss die Qualität sein? Also ich höre erstmal mit Freude, dass man auch mit kleinen Werbetreibenden da das ein oder andere Geschäft machen kann. Ich weiß, dass es schwierig ist. Wie hoch muss die Qualität sein von den Videos, damit auch der lokale Einzelhandel etc. da einsteigt? Was muss man mit dem lokalen oder dem kleineren Werbetreibenden machen, damit da ein Bewusstsein geweckt wird? Weil da hat man es ja oftmals nicht mit großen Medienagenturen zu tun, wie wir jetzt hier ja gerade gehört haben. Und welche Themen laufen besonders? Oftmals werden ja auf diesen Homepages die sogenannten Blaulichtkisten geklickt. Die liegen dann zwischen 1.000 und maximal 30.000 Views auf die Videos. Sind das schon Größenordnungen, mit denen man früher oder später, das ist ja ein anfangendes Geschäft, auch mal, ich sage mal, schwarze Zahlen schreiben kann? Also,
Wenn, also sozusagen, die Qualität ist etwas, was sehr subjektives ist, weil Qualität misst sich mit Quote. Ich habe noch nie einen hochqualitativen Film irgendeiner Katastrophe gesehen. Also Hauptsache, es gibt in irgendeiner Form ein Bild, weil niemand bringt eine Kamera in Position in HD und, keine Ahnung, einen Ü-Wagen und nimmt einen Desaster mit 5 Kameraaufstellungen auf. Sondern es geht darüber, wie das gesehen wird. Da muss man halt trennen. Eine Sache ist, und da glauben wir daran, also das ist ein Markt, in dem wir uns tummeln, die regionale oder die lokale Verlängerung nationaler Kampagnen, sprich KIK, 1600 Filialen, jede Filiale macht Maßnahmen, okay. Wenn ich aber jetzt ein Geschäft nehme, was, keine Ahnung, 4 Geschäfte hat oder nur eines, das ist jetzt nicht mehr unsere Welt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass 30.000 reichen als Quote, dann, wenn es eine lokale Verlängerung ist, zu versuchen, einen Deal über 30.000 zu machen, geht nicht, weil ich tat mir damals sehr schwer, das Video Inventory von Sky zu verkaufen. Wir hatten damals 1,5 Millionen Unique User. So. Und das war zu klein, damit sich Agenturen, die nationale Videokampagnen machen, damit beschäftigen. Heute sieht das anders aus, aber es gibt eine kritische Größe, wenn ich einen Deal abschließen kann. Also ich fürchte, weil bisher alle Erfahrungen auf regionaler Ebene nicht funktioniert haben, selbst die WAZ-Gruppe war ja sehr intensiv dort zugange. Ich kenne nur 2 Anbieter im Online-News-Bereich, wo es funktioniert. Das ist die Bild und das ist Fokus. Selbst Spiegel würde ich sagen, da funktioniert der Online-Video-Bereich noch nicht. Ich fürchte, dass Online-Video sich mit der Reichweite, die man mit Regional- oder Lokalzeitungen erreichen kann, nicht rechnen wird. Also ich habe noch, weil es gibt kein Beispiel, weil sie funktionieren, wir versuchen es ja schon seit Jahren und es gibt kein Beispiel. Sie müssen es aggregieren, also müssen Sie zu einem Aggregator gehen, weil eines bleibt auch, also bei aller Euphorie für Videowerbung, ich wage die These, dass wenn ich jetzt ein Produkt mit einer breiten Zielgruppe habe, kann ich es nicht exklusiv mit Videowerbung im Internet erschlagen, sondern es ist ein Teil von Maßnahmen, da kann Video im Fernsehen sein, da können andere Sachen sein. Deswegen diese 30.000 oder so Reichweite, die kann ich bei einem Zweitvermarkter, wenn man so schön die Aggregatoren nennt, unterbringen und der verkauft es dann einer Agentur, die sagt, ich brauche 200 Millionen Videokontakte in diesem Monat und dann fließen die hinein. Genau wie du sagst. Also wenn du große Portale hast mit undefinierten Zielgruppen, fängst du sie an zu channeln, fängst du aus Kategorien rauszubrechen und genauso funktioniert das bei sehr kleinen Special Interest Umfeldern, die in einer Aggregation oder in einer Vermarktungsallianz dann vermarktet werden können. Da haben wir noch 2 weitere Fragen. Danke. Ich mag es nochmal weiter runterbrechen, jetzt in den anderen Bereich, nämlich Fachinformationen, also Business to Business, nicht ans Consumer, sondern von Firmen für Firmen Werbung. Die wissen auch seit vielen Jahren, wie ihre Werbung wirkt und überlegen sich jetzt, wie können wir die Werbewirkung immer noch ein bisschen erhöhen. Beispielsweise über Video, weil Video erklärungsbedürftige Produkte besser zeigt, weil Video vielleicht Emotionen mittransportiert und ähnliches. Weil Video mittlerweile, das wäre jetzt schon die erste Frage, in diesen Bereichen auch für kleines Geld vernünftig erstellt werden kann und weil es sich fein targetieren lässt, eben auf eine ganz kleine Zielgruppe, was früher bei Werbeausstrahlung völlig unmöglich war. Jetzt die eigentliche Frage, warum taucht es dann in den Mediaplänen B2B immer noch nicht auf? Man hört hier leider nicht, ich habe den ersten Teil. Es geht um Fachinformationen, also Business to Business. Ja. Ja? Dort wird ja auch seit vielen Jahren schon geworben. Man weiß, dass Werbung wirkt. Insofern fand ich Ihre Aussage sehr gut, Herr Dr. Malgaya, dass es darum geht, wie kann ich die Wirkung erhöhen. Und gerade bei Fachprodukten, bei technischen Produkten, könnte man ja argumentieren, ein Video kann die Wirkung erhöhen, weil es dieses Produkt in seiner Funktion, in seiner Komplexität besser zeigt. Das auf jeden. Dann war die Frage, warum taucht Video bisher in B2B-Mediaplänen noch kaum auf, das spielt keine Rolle. Das ist, also ich weiß nicht, aber es gibt ja viele Ansätze von Business TV auch, wo also, Produkte geklärt worden sind und ich glaube, die Regel ist ja immer dieselbe, ja? Also es zählt, wie wird ein Video gedreht, muss einfach gut gedreht sein. Danach, in welches Umfeld wird es platziert, weil wir haben Neurostudien durchgeführt, die klar zeigen, dass ein und dasselbe Werbespot
wird zumindest in der Erinnerung, das ist die erste Stufe der Werbewirkung, variiert zwischen Index 80 und Index 125, sprich 50%, je nach Umfeld, wo ich es platziere. Dann habe ich das Beispiel, die Leute sind bereit für ein und dasselbe Flugticket, das beworben wird einmal in der Bild und einmal in der FAZ, in der FAZ 15% mehr für diesen Flug zu bezahlen. So, das sind immer die gleichen Mechanismen, die gelten in der B2B-Welt, genauso wie in der B2C-Welt. Nur es geht immer von der Skalierbarkeit ab. Ja. Wenn Sie große Landwirtschaftsmaschinen verkaufen, wo eine, keine Ahnung, eine Million kostet, dann haben Sie das Budget. Wenn Sie eine B2B-Zeitung vertreiben, dann ist das Geld halt nicht gegeben, also, um eine Ausgabe zu machen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den Landwirtschaftsspot laufen lassen könnte. Doch, in der skalierbaren Reichweite. Also ich glaube, da gibt es sogar einige fantastische Beispiele. Also das Problem, die Frage ist immer, ist das dann Werbung oder ist das eigentlich Fernsehen, also, oder ein Kanal, auf dem ich meine Zielgruppe erreichen will? Ich glaube, die Zielgruppe, wenn ich jetzt zum Beispiel die Käufer von Landmaschinen anspreche, da gibt es sehr erfolgreiche Kanäle übrigens auf YouTube, mit sehr witzigen Ideen, und die erreichen dann auch die Käufer. Aber das muss ich nicht als Werbung schalten, weil wo will ich das als Werbung schalten? Gut, ich könnte auf dem Kanal, der Landwirtschaftsmaschinen vorstellt, da könnte ich dann für Futtermittel vielleicht Werbung machen oder für, ich weiß es nicht was, für die Wartung von Mähdreschern. Den Imagefilm zu eigenen. Ja. Also ich glaube nicht, dass das ein Thema von Werbung ist, weil Werbung ist, glaube ich, schon in dem Bereich so kleinteilig, dass ich dann gar keine Werbung schalten muss, sondern wenn ich guten Inhalt mache, werde ich mein Publikum auch finden. Also der Spartenkanal im Internet hat ganz andere Chancen, als er sie je im Fernsehen gehabt hat. Es gibt erfolgreiche Angelkanäle, es gibt erfolgreiche, ich weiß nicht was, Jägerkanäle. Jede Special Interest Group. Es gibt Special Interest, ist ein ideales, ist Online-Video ein ideales Feld. Und dann, wenn ich eben Landmaschinen verkaufe und meine 5 potenziellen Käufer erreiche, oder keine Ahnung, Kraftwerke verkaufe und meine 5 potenziellen Käufer erreiche mit meinem Video, ist das wunderbar. Aber wenn ich ein Targeting-System habe, also wenn ich ein Berufsbild habe, das ich eindeutig identifizieren kann, dann spricht nichts dagegen, dass in dem Moment, in dem diese IP-Adresse auf irgendeiner Seite ist, und wir haben Abkommen mit 90% des werbeführenden Internet, in dem Moment könnte ich ihm eine B2B-orientierte Werbung im Video ausspielen. Das spricht nichts dagegen. Ist halt die Frage, ob es sich dann lohnen würde, weil dann müsste der TKP ja irrsinnig sein, wenn es nur 5 Personen auf der Welt zum Beispiel sind, die ich erreichen will. Und dann, glaube ich, gibt es wahrscheinlich günstigere Möglichkeiten. Vom Mail. Es hängt vom Wert der Höhe. Wurfsendung. Ich glaube, das ist sowieso so ein Punkt, dass die B2B-Branche alle bei dem, was Online-Nutzung von Webseiten, E-Mail, SEO, die ganze Kanalbreite erst so für sich entdeckt, Stück für Stück, und da noch ganz viel drinsteckt. Dann haben wir noch eine weitere Frage, und ich glaube, da müssten wir auch bald die... Ja, also ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber ich muss auf etwas Bezug nehmen, was der Dr. Malgara vorher gesagt hat. Deswegen eine andere Frage. Sie meinten, dass Regionalfernsehen in Deutschland so schlecht entwickelt wäre, also dass die Qualität nicht ausreichend wäre, dass man da wirklich sinnvoll seine Werbeeuros hinplatziert. Die Frage, die sich daraus ergibt, wie schlecht ist das Fernsehprogramm generell, wir sind hier in Bayern, zum Beispiel in Bayern, um 18 Uhr in Ihrer Einschätzung, und warum gibt man dort Geld aus? Warum stelle ich diese Frage so? Also wir haben ich komme auch aus von einem regionalen Zeitungshaus, wir haben mehrere Regionalfernsehsender. Unser Regionalfernsehsender in Bayern hat um 18 Uhr im Rahmen des RTL-Fensters ein regelmäßig, Jahr für Jahr, jedes Jahr, das wird von Goldbach Media erhoben, wir haben die GfK-Zahlen, um 18 Uhr einen Marktanteil von über 20%. Wie schlecht ist denn das ganze andere Umfeld, dass da Werbung ausgegeben wird dafür? Nur um das in ein Verhältnis setzen zu können. Der einzige andere Sender, der einen zweistelligen Marktanteil hat, ist die ARD. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, liegt er bei 12%. Wir haben über 20%. Ich glaube, im letzten Jahr 22,7% Marktanteil. Also wie schlecht ist das andere Programm? Warum gibt man da Werbung aus? Für uns ist hier vorne die Akustik immer ein bisschen schwer. Ich glaube, die Frage war... regionaler Fernsehsender hat so, was 18 Uhr oder Primetime
20% Marktanteil, warum wird das in Mediaplänen nicht als relevant erachtet? Nein, das kann ich schon sagen, weil wir nicht nach Mediaplänen verkaufen, weil wir die Usancen des nationalen Marktes natürlich nicht mitmachen können, weil wir da auf national umgelegt zu klein sind. Das ist nicht die Frage. Also ich vermehre mich nur dagegen zu sagen, kategorisch, Regionalfernsehen in Deutschland ist qualitativ nicht gut. Das stimmt schlicht. Das war, glaube ich, nicht die Aussage. Das Problem ist Regionalfernsehsender. Das ist ja ein Regionalfenster in einem nationalen Programm. Ja, ja, das ist aber unser Programm, das wir eins zu eins auch ausstrahlen. Das ist ja was, das ist was anderes. Also die Qualität des Lokal, also im Gros kann man behaupten, dass, weil kein Geld da ist, dass die Qualität der regionalen Sender in Deutschland nicht so hoch ist. Es gibt sehr gut gemachte lokale Sender, es gibt ja diese ganzen Sendeverpflichtungen. Es gibt aber in Deutschland keinen Markt für regionale Werbung. Der Beweis dafür ist, dass die Werbeblöcke der ARD... Da brauchen wir nicht reden drüber, das ist sehr unterschiedlich. Also Bayern und Baden-Württemberg ist da sicher Ausnahme, aber da muss ich auch darauf hinweisen, dass das so ist. Also das ist. Es gibt keinen nationalen Markt, da sind wir uns einig, ja? Es gibt keinen nationalen Markt, war die Aussage, richtig? Für regionale Werbung. Aber das richtig verstanden? Nee, es gibt keine. Also in Deutschland gibt es, im Gegensatz zu anderen Ländern, gibt es traditionell keinen regionalen Einsatz oder immer weniger. Der Beweis dafür ist, dass die ARD hatte ja regionale Werbeblöcke im Angebot und die regionale Belegung dieser Werbeblöcke geht seit Jahren zurück. So, jetzt, wenn irgendwann mal die Gesetzgeber, die Landesmedienanstalten vielleicht ProSieben die Lizenz geben für die regionale Verstärkung von Werbung, dann kann vielleicht sein, dass ein Markt daraus kommt, weil eine Sache, die in der Fernsehplanung viel zu oft vergessen wird. Deswegen auch dieser Ansatz, lokale Verlängerung von nationalen Kampagnen, ist das, doofes Beispiel, Hamburger Tatort, da kann man keine Werbung schalten, aber es macht zumindest macht es greifbar. Ja, Hamburg-Mörderquote, in Bayern ist er unter 10%, der bayerische Tatort hat es genau umgekehrt. Das heißt, sie haben nicht die gleiche Fernsehnutzung in jedem Bundesland und es gibt Programme, die sehr unterschiedlich genutzt werden, nur es gibt in den seltensten Fällen Kampagnen, Post-Evaluations, die den Impact auf auch Bundeslandsebene bewerten. Es gibt Kunden, für den wir das machen und das wird dann verlängert, aber in den seltensten Fällen mit regionaler TV-Werbung, sondern dann mit entweder Tageszeitungseinsatz oder lokale, also Belegungseinheiten von Zeitschriften oder online geogetargetet oder autofon oder so, Radio. Wir sind jetzt schon eigentlich am Ende der Zeit, aber ich habe dem jungen Mann auch schon signalisiert, dass er noch eine letzte Frage stellen kann. Schnell die Frage und dann auch hier eine schnell und knackige Antwort hier vorne. Gut, dann versuche ich es kurz zu machen. Meine Frage dreht sich nochmal nach der Vision für die Zukunft, sagen wir mal in 10 Jahren. Sie hatten sich ja schon ein bisschen dazu positioniert, Herr Krachten und Herr Dr. Malgara. Können wir sagen, in 10 Jahren wird Online-Video alles dominieren und Fernsehen im klassischen Sinne, wie wir es heute kennen, ist tot? Jetzt können wir sozusagen ein bisschen die Argumentation von Herrn Krachten aufgreifen und sagen, die junge Zielgruppe nutzt kaum noch Programmmedium Fernsehen und wird älter und wird entsprechend sozusagen zu einer Änderung des Nutzungsverhaltens führen. Andererseits können wir aber auch sagen, und dazu gibt es ja Studien, zum Beispiel des Bredow-Instituts in Hamburg, dass sich das Nutzungsverhalten auch mit dem Lebensalter ändert, also mit dem biografischen Lebensalter, dass wir also annehmen müssen, dass die jungen User, die heute noch sehr extrem unabhängig sind, immer dann Medien nutzen wollen, wann sie wollen, irgendwann geregeltere Lebensabläufe, Tagesabläufe haben und sozusagen ein anderes Informationsbedürfnis, ein anderes Unterhaltungsbedürfnis und auch ein anderes Bedürfnis nach zum Beispiel Funktion der Auswahl, Funktion des Programmangebots haben und dass das eigentlich ein Faktor ist, der dagegen spricht, dass wir uns verabschieden müssen vom klassischen Programmmedium Fernsehen. Da würde ich gerne nochmal Ihre Einschätzung zuhören. Danke, darf ich ganz kurz eine einschränken? Das ist nämlich eine gute Frage. Wir sind aber am Ende der Zeit und knapp. Deswegen die Aufgabe an meine Referenten wäre jetzt, die Antwort in maximal 2 Sätzen zu formulieren, inklusive Nebensätze. Sie können sich jetzt so ein bisschen konzentrieren. Inklusive Nebensätze. aber bei zu langen Sätzen gibt es dann das Timeout. Also einfach knackiges Abschlussstatement gen Ende zu der durchaus interessanten Frage. 2 Sätze. Satz 1. Die aktuellen Kohorten sind immer in einen traditionellen Mediennutzungsmuster zurückgefallen.
Man muss aber anmerken, dass die aktuelle junge Kohorte eine Mediennutzungsmüdigkeit hat, die die anderen nicht haben. Deswegen kann es schon sein, dass es da, also es wird nicht so radikal bleiben, aber es wird gehen. Satz 2 zu Einfluss auf die Werbung. Das war schon ein Satz. Die Satz 2 zu Werbung ist, es wird viel mehr Science und Data getrieben sein, weil auch alles das, was wir heute auf Ex-Post-Erhebungen planen, wie Fernsehen, auf aktuelle Daten und wie online geplant sein wird. Also viel mehr Mathematik und Science drinnen. Ich möchte vielleicht noch eine Zahl hinzufügen, unterschreibe ich. Schätzung zufolge, Cisco schätzt, dass 2017 über 70% des gesamten Consumer-Internet-Traffics durch Video generiert wird. Ich würde, ich will eigentlich nur zwei Sachen sagen. Ich gebe Ihnen meine zwei. Okay, gut, gut, gut. Für mich ist das keine Systemfrage, sondern nur eine Frage Röhrenfernseher und, oder LCD-Fernseher, weil es ist weiterhin Fernsehen, es wird nur auf einem anderen technischen Weg verbreitet und bietet dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Das heißt, die bessere Technik hat sich immer durchgesetzt. Oder wer hat noch einen Röhrenfernseher? Sehr gut, die haben das bessere Bild. Aber LCD oder Plasma hat sich halt durchgesetzt, weil es die bessere Technik ist und von daher wird das tun. Danke. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle an die Herren der Diskussion, die Fragen und wünsche guten Appetit.